Sie zeigten mir einen alten Mann, der sabbernd sich vor mir präsentierte, als Herr, und er sagte, ich müsste ihn jetzt pflegen. Ich kannte diese Person nicht einmal, aber er suchte noch einen Sklaven, wie er mir erzählte, der ihn und seine Eigenheiten erträgt. Was er eigentlich suchte, war ein Prügelknabe, der alles mit sich machen lässt. Es war wahr, was dieser alte Herr wollte. Er sagte, du musst einem Herrn dienen. Er meinte, bis zur Selbstaufgabe für ihn da sein. Er aber hat sich nie untergeordnet und will es auch nicht jetzt. Er ordnet alle Menschen unter ihn ein. Er glaubt, er steht über alle anderen Personen. Es war gruselig, wie dieser alte Herr sich nicht einmal allein versorgen mehr konnte. Und nun suchten sie einen Menschen, der ihn pflegt, denn er wollte nicht in ein Pflegeheim. Auch hätte er jetzt kein Geld mehr für ein Pflegeheim. So sagte mir eine Frau, die bei ihm stand. Sie sagte mir noch, früher war der Mann ein kräftiger Herr, der viele Untergebene gehabt hat, und dieses Gehabe hat er nicht ablegen wollen. Er will bestimmen und er will herrisch sein, und nun suchten sie eine Person, die ihn pflegt. Ich habe hohen Respekt vor Personen, die solche Menschen pflegen, aber ich komme nicht in Frage für diesen Job. So stark bin ich nicht. Ich kann auch nicht die Aufgaben erledigen, die bei einer Pflege anfallen. Ich brauche selber Pflege eigentlich. Es werden viele alte Menschen zu Hause bei ihren Familien gepflegt. Aber dieser Mann hatte keine Familie aufgebaut. Aber ich kam nicht in Frage für den Job, aus vielen Gründen. Den Tag, den ich mit diesen Herren auskommen musste, öffnete mir die Augen. Ich bin nervlich nicht in der Lage. Sie verknüpften das Schicksal dieses alten Herren mit meinem Schicksal, das ich dann in meinem Alter erleiden soll. Sie sagten, wenn du ihn jetzt nicht pflegst und für ihn jetzt nicht da bist, dann wird auch für dich niemand in deinem Alter dich pflegen. Ich habe längst aufgegeben zu glauben, dass ich ein langes Leben habe und dass mich irgendjemand pflegen wird im Alter oder irgendwann mal mich ordentlich behandeln. Wenn ich es bräuchte und für einen fremden alten Mann, der meine Selbstaufgabe fordert, für ihn kann ich nicht da sein. Aber es war ein wesentlicher Unterschied zwischen mir und diesem alten Mann oder Herrn, wie er sich und wie alle anderen sagten. Ich musste mich immer selbstlos anderen unterordnen und ich hatte nie viel Geld und ich hatte keine Untergebenen wie dieser alte Mann, der hier herrisch und vielleicht auch noch mürrisch gequält diese Leute hat. Wie viel vermute ich, quälte ich? Ich verquälte niemanden. Und es gab auch noch einen Charakterunterschied. Ich lasse mich nicht von diesen alten Herren quälen. Und ich verstehe nicht, was diese Menschen mir eigentlich mit dieser Begegnung klar machen wollten.